So, guten Morgen. Willkommen zurück zu Drakensang. Und ich sag guten Morgen, weil bei mir gerade Sonntagmorgen ist, ich gerade erst aufgestanden bin und gedacht habe, machen wir doch mal eine Aufnahme. Ja, wir sind wieder zurück im Dorf, haben gerade ganz viele Wunden. Und ich nehme die Sache in die Hand. Ich habe mir überlegt, dass wir eventuell, weil das eben auch schon mit den Wunden fehlgeschlagen ist, aber ich keine Lust habe, die ganze Zeit Wunden mit mir rumzuschleifen. Die hat Heilkunde Wunden 10, eigentlich müsste es... Na gut. Wir suchen erstmal einen Händler auf und dann... Und dann wollte ich weiterschauen, was es angeht, Oh, da hinten ist ein Holzarbeiter, da war ich noch nicht. Mit Wunden heilen, weil... Ist ja wohl nicht so schön. Holzfäller Nibo, der hat bestimmt auch noch was. Ja. Was ihr? Was gibt? Aha. Menschenkenntnis Drandor. Ist es nicht anstrengend, den ganzen Tag Holz zu hacken? Du musst Muskeln wie ein Bär haben. Klar habe ich die. Bin schließlich vom Fach. Braucht ihr was vom guten Ulmholz? Lassen sich feine Dinge draus schnitzen. Bisschen Geschick gehört natürlich auch dazu. Klar nehme ich das Holz. Danke euch. Immer. Jo. Wo war denn hier ein Händler? Ich will nicht bis zur Grenze hinterlaufen. Ein Fremder kommen, um für das Recht an meinem eigenen Apfelbaum einzustehen. Was muss eine alte Koscherin noch alles ertragen, bevor sie endlich die stille Erlösung finden darf? Dann stirb doch, Mann. Ach ja. Was habt ihr auf meinem Hof zu suchen? Entschuldigt, gute Frau, euer Hof sah von außen so idyllisch aus, dass ich nicht umhin kam, einen Blick ins Innere zu werfen. Nun ja, ich kümmere mich täglich darum, dass es den Tieren an nichts mangelt und sich kein Unkraut breit macht. Ja, seht ihr? Das merkt man sofort. Sagt euer Hund, das ist, was ist denn der für eine Zucht? Er ist wirklich ein prächtiger Kerl. Oh, Mann, das weiß ich selbst nicht. Wir haben ihn vor Jahren bei einem Unwetter im Dunkelwald gefunden. Mein Mann hat ihn deshalb scherzhaft Wolfi genannt. Ein drolliges Hündchen, dürfte ich ihn einmal streicheln? Nein, das geht nicht. Er ist Fremden gegenüber sehr argwöhnisch. Ihr könntet gebissen werden. Das Einzige, was ihn besänftigen kann, wäre ein Knochen, wie ich ihn immer gebe. Einschüchtern, Maxim? Los, hör damit. Gebt mir einen Knochen. Sofort. Oder... Muss ich erst ungemütlich werden? Oder... Wie liebevoll ihr selbst zu eurem Wachhund seid. Euer Mann weiß hoffentlich, dass er euch, was er an euch hat. Oder... Seid doch so gut und lasst mich ihm wenigstens seinen Knochen geben. Er erinnert mich so an meinen verstorbenen Hund. Ich glaube, er hatte Betören mehr. Ha. Oh, ihr schmeichelt mir. Wenn ich einige Jahre jünger wäre und noch nicht gebunden, würde mein Herz sicher euch gehören. So nehmt diesen Knochen, ihr Teufelsbursche. So, was hab ich denn jetzt? Ist egal, wir sind ja die gesamte Party. Ja, so lief ein Knochen. Hühnerstall. Ha, wie geil, wir können einfach... Zettel Hühnerstall, Schlüssel der Liebesgilde. Der Liebesgilde. Ach, ist ja interessant. Dann war das wahrscheinlich ein Quest.
den ich noch bekomme. Das sieht man mal. Ups, wir haben eine Quest gelöst. Ach ja, wir müssen ja zur Zigeunerin. Da hinten ist, glaube ich, auch ein Händler. Ne? Mindestens ein. Ach, der handelt doch auch. Was kann ich für euch tun? Kaufen. Ich bin verletzt und benötige ein paar heilende Hände und Verbände. Ja, haltet einen Augenblick still, eure Wunden sollten gleich umfassend versorgt sein. Was hat denn das gekostet? Ui. Hat das jetzt kostenlos gemacht? Das wäre natürlich cool. Was kann ja, was kannst du für uns tun? Fähigkeiten lernen. Sie selbst. Heilkundegift. Fähigkeit einer. Das bringen wir hier auch bei. Was? Heilkundegift. Wer sonst als ich? Ich mag seine arrogante Art nicht. Boah. Ach, wow, das war teuer. Na, okay. Was kann ich für euch tun? Ach, dann kann eben einer kein Gift heilen, aber... So... Schleifstein verkaufen einfach mal. Okay. Eine Bärenpalle können wir verkaufen. Boah, gibt auch viel Kohle. Also Rückkauf. Da verkaufen wir auch mal. Das verkaufen wir alle. Das Beil kann man verkaufen, die Giftzähne auch. Bärenzähne behalten wir erstmal. Die Knüppel kann man verkaufen. Ne, das Wolfsfell behalten wir erstmal. Die Haarnadel, den Knüppel. War's doch schon? Was ist hier jetzt dran? Was kann ich für euch tun? Haarnadeln. Giftzähne. Braucht ja nicht jeder schon fallen. Und Armbrüste haben wir nicht, dann. Die Munition weg. Was kann ich für euch? Für ein paar Nadeln. Oh Mann. Rostige Nägel. Warum habe ich die eigentlich nicht beim... Ja, keine rostigen Nägel. Oder Fellfetzen. Muss er doch gehabt haben. Was kann ich? Da, Fellfetzen. Rostige Nägel. Habe ich eben übersehen wollen. Die Bolzen. Zu euren Diensten. Boah. Daneben nicht.
Onkel Börsenhauer. Aha, lässt sich der werte Herr auch mal wieder blicken. Mensch, Runkel, du hier? Was für eine Freude. Und ich dachte schon, du wärst stiften gegangen. Stiften gegangen? Ich? Wegen dir und deiner Klauerei kann ich mich nicht mehr vom Fleck rühren, ohne dass mir eine Stadtgardist hinterher schnüffelt. Ach, hab dich nicht so, Kumpel. Das wird schon wieder. Das will ich auch schwer für dich hoffen. Sonst hat sich's nämlich ausgekumpelt und unser Auftrag ist auch noch nicht erledigt. Mann. Meckerfritz hätte ich auch nicht gerne als Kumpel. Was hat der? Das ist nochmal ein geiler Gedist. Ach, Söldner. Ach, vielleicht kann sich die Zigeunerin auch anschließen. Tagt sehr. Ach, wen haben wir denn da? Der verlorene Sohn kehrt zurück. Salina, mein Täubchen, lass mich dir erklären, was vorgefallen ist. Was willst du mir erklären? Gib mir zuerst mein Erbstück wieder. Du weißt, was es mir bedeutet. Ach, das hat er doch gar nicht mehr. Das hat er verscheuert, der Stutzer. Ja, ich habe es nicht mehr. Aber ich habe es nicht verkauft. Der Fremde, er hat es genommen. Ach, und hat der Fremde zufällig einen Beutel Dukaten dafür fallen lassen? Salina, bitte glaube mir, ich tat es nur für uns. Wie auch immer, Dranor, du hast mich enttäuscht. Ich brauche Zeit, bis ich dir wieder trauen kann. Und nun geh, bitte. Aber euch danke ich, dass ihr Dranor gerettet habt. Als Dank sollt ihr meine Fürsprache bei Nandor erhalten. Sollte ihm euer Wort nicht genügen, dann sagt ihm, dass ich sonst ausplaudern werde, was er letztes Jahr am ersten Paios-Tag getan hat. Alles klar, ich kann es mir schon fast vorstellen. Nein. Moment, heißt es. Wenn der Kerl mich gestohlen hätte, dann wäre er nicht so glimpflich davon gekommen. Was hat mir das gebracht? Keine Erfahrung oder so? Vielleicht schon. Oh, du hast mal ein paar mehr Steigerungspunkte. Da können wir hier sogar Gewandtheit. Was ist das? Körperkraft, Konstitution, Gewandtheit, Fingerfertigkeit, Charisma, Intuition, Klugheit und Mut. Oh, mit Rechtsklick kriegt man Informationen. Oh, ist ganz nett zu wissen. Dies ist die Fertigkeit, sich durch Einsatz von Schwingern und Geraden zu verteidigen. Anstelle von Paraden kommt bei diesem waffenlosen Kampf nur Ausweichen zum Einsatz. Basis. Verfügbare Spezialattacken, offensiver Kampfstil 1, offensiver Kampfstil und so weiter. Ach genau, wir haben doch diese Sonderfertigkeiten. Was ist denn eigentlich damit? Oh mein Gott, muss ich mir das jetzt aussuchen, für welche Waffe auch noch? Was habe ich denn für eine Waffe? Hiebwaffen. Defensiv. Okay, Rüstungs. Da kann ich offenbar nichts nehmen.
Damit komme ich irgendwie nicht ganz so zurecht. Schauen wir erstmal die Talente an. Du kannst schon mal Schmieden ein bisschen erhöhen. Selbstbeherrschung wäre auch nicht schlecht. Und Zwergennase wäre ganz praktisch. Ja, komm. Boah, 9 ist Maximum. Gut, lassen wir das erstmal so. Dann nehmen wir sie. Die hat ja nicht viele Punkte. So. Ja, komm, du wirst die Heilerin. Oh, 7 ist der Maximumwert. Okay. Nehmen wir Tierkunden noch ein bisschen hoch. Ich glaube, dann kriege ich beim Ausnehmen von Tieren vielleicht was. Hab mir mal. Zumindest war es in Gothic, da hat man ja einzelne Sachen lernen können. Quasi Tierkunde. Oder was könnte das sein? Vielleicht, dass man andere Tiere. Nee, Quatsch. Dass man mehr Gegner entdeckt. Genau, deswegen macht man es auch hoch. Nee, das müsste sowas sein. Bestimmt. So, Pflanzenkunde. Und was bringt Wildnisleben? Vierblättrige Einbären war auf Waldrand, während Kunden eher im schattigen Tiefen. Bären sind Einzelgänger, während Wölfe. Ein Held mit dem Talent Wildnisleben sich dessen bewusst und wird sich schneller in der Wildnis orientieren können. Abhängig vom Talentwert können seltene Pflanzen und verwertbare Tiere schnell gefunden werden. Die Anzeige erfolgt in der Minimap. Was ist dann los? Gut. Und du? Wer sonst als ich? Genau, du wirst mein Magiekundler. Wow. Gassenwissen kannst du auch noch ein bisschen erhöhen und Selbstbeherrschung wäre auch schon nicht schlecht. So. Haben wir alle schön verpulvert. Wunderprächtig. Was hat denn die Alchemistin so? Was wünscht ihr von der alten Auralia? Ach so. Was kann ich von euch erlernen? Oh, natürlich, jetzt brauche ich Steigerungspunkte. Och, der hat doch. Was ist dann das Problem? Achso, Zauber wahrscheinlich. Dann vergiss es. Ist nicht genug Zeug da. Ah, Moment mal, vielleicht hast du irgendwelche. Was Waren. Wünscht ihr von der alten Auralia? Ja, das ist bestimmt keine Waffen, aber. Ich muss doch noch. Auch ein Waffenhändler oder sowas. Na bitte, und unser Zwerg darf aufmachen. Hui. 20 Pfeilspitzen, 20 Bolzenspitzen. Na okay, dann können wir sowas machen. Bastel your weapon.